Die Auswahl 20 ist die traditionelle Jahresausstellung der Aargauer Künstlerinnen und Künstler und wird vom Aargauer Kuratorium und dem Aargauer Kunsthaus gemeinsam realisiert. Zum Ausklang des Jahres sind hier die aktuellsten Werke von 50 Kunstschaffenden zu entdecken. Die Credit Suisse verleiht im Rahmen der Auswahl ihren Förderpreis an ein Nachwuchstalent. Ich freue mich sehr, Sie heute hier bereits unter dem Namen von der Credit Suisse Aargau ganz herzlich zu begrüßen zum Förderpreis über 10'000 Franken, wo wir jungen Aargauer Künstlerinnen und Künstler vergeben. Gerade in den heutigen schwierigen Zeiten, in denen wir uns befinden, ist die feine Sensorik, die Künstler und Künstlerinnen an den Tag legen, zu sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Veränderungen wichtig. Lia Schaffner hat uns in der Jury beeindruckt mit ihrer Arbeit, weil sie stellt auf zwei verschiedene Arten eine Spinne dar, einerseits mit der Hand, andererseits aber auch mit ihrem Lied, wo sich darauf schaffen tut und dann durch ein Naturereignis, also durch das Wasser, wieder abgespült wird und sich eigentlich die Spinne wieder aufschaffen tut. Und das passt eigentlich sehr gut zu der heutigen Zeit. Das ist wirklich beeindruckend und ganz herzliche Gratulation. Gut. Ja, noch der Förderpreis und der Ellbogenschenk. Merci. Lea Schaffner ist 1989 geboren und lebt heute in Zürich, wo sie 2017 ihren Master an der ZHDK gemacht hat. In die Schulen ist Lea Schaffner in Husen, Windisch und Wettingen gegangen und den gestalterischen Vorkurs hat sie hier in Aarau gemacht. Als ich von dem Förderpreis erfahren habe, war das für mich eine grosse Überraschung. Zum einen, weil man sich nicht bewerben kann für diesen Preis und dann plötzlich die Möglichkeit hat, innerhalb dieser Ausstellung dort zu gewinnen. Das heisst, es hat mit sehr viel Glück zu tun. Und zum anderen aber auch, ist es natürlich auch eine Bestätigung, wenn wir so einen Preis entgegennehmen darf. Für mich ist das Wichtigste an diesem Preis, dass ich die Mittel habe, um meine Projekte weiterzuverfolgen und meine künstlerische Praxis, die auch feministische und widerständige ist, weiterzuspinnen. Und für das möchte ich allen Beteiligten herzlich danken. Neben der Lea Schaffner sind in der Auswahl 20 noch 50 weitere Künstlerinnen und Künstler aus dem Aargau zu sehen. Und wir freuen uns, sie im Aargauer Kunsthaus zu begrüßen.